Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal No Time MMA. Nachdem es zwischen Max Koga und Pantelei Taran vor dem Club von Max Koga etwas gekracht hat, nachdem Taran Max aufgesucht hat bei seiner Arbeitsstelle und ihn zu diesem Kampf herausfordern wollte, hat Max Koga nach der Aktion jetzt ein offizielles Statement abgegeben, hat sich in den sozialen Medien dazu geäußert und hat hier eine klare Ansage an Pantelei Taran geschickt, dass er den Kampf wahrscheinlich annehmen wird, dass er es der NFC überlassen wird und daraufhin diesen Kampf um jeden Preis gewinnen wird, wenn die beiden gegeneinander kämpfen sollten, Freunde. Auf jeden Fall eine knackige, saftige Ansage. Guckt euch gerne an, was Max Koga hier zu dem Ganzen gesagt hat. Ich sehe diesen Kampf stilistisch auf jeden Fall als klaren Favoriten für Max Koga. Da muss ich auch nicht voreingenommen sein. Ich denke, dass es klar ist, dass Max Koga hier den Erfahrungsvorteil hat. Max Koga hat einen weitaus besseren MMA-Rekord, ganz objektiv gesagt, hat viel bessere Gegner gekämpft, hat schon UFC-Veteranen gekämpft, hat schon oft seinen Titel bei der NFC verteidigt, hat auch, wie gesagt, glaube ich, seine letzte große Niederlage nur gegen Jano Ahrens gehabt, welcher mittlerweile in der UFC ist. Pantelei Taran hat auch seine letzten zwei Kämpfe in Folge gewonnen, deshalb möchte er jetzt den Titelkampf mit Max Koga haben. Wie Max selber in seinem Statement jetzt sagt, ist es der NFC überlassen. Guckt euch das Ganze selber einmal kurz an. Lasst an der Stelle ein Like und ein Abo da, supportet die beiden. Bis zum nächsten Mal hier bei NoTime MMA. Gerade in der Süwag Energie Arena und das hier wird mein finales Statement zu dem Besuch, den ich am Freitag bekommen habe. Zuallererst solltest du verstehen, dass ich Geschäftsmann bin. Das bedeutet, dass ich mich professionell und seriös verhalte und ganz bestimmt keinen Streit mit dir vor meinem Laden in meinem Viertel anfange. Du bist zu weit gegangen. Du bist an den Ort gekommen, an dem ich lebe, an dem meine Familie lebt, an dem ich arbeite. Und ich musste die letzten Tage darüber nachdenken und in mich gehen, weil eigentlich hast du es nicht verdient, gegen mich im Käfig zu stehen. Aber wenn NFC den Leichtgewichtstitel aufs Spiel setzen will mit dir, gerne, dann kann ich dir ein großes Maul stopfen. Ansonsten werde ich jemand anderen kämpfen. Das hat aber an dieser Stelle jetzt auch ein Ende. Es wird keine weitere Social Media Schlammschlacht geben. Wir sehen uns am 30.03. hier vor Ort. Haut rein.